Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Marco und Dom sind am Start und heute geht es um die Tritte im Wing Chun bzw. um einen Tritt-Drill. Also wie man Tritte miteinander kombinieren kann für unser Wing Chun Training. Immer dran denken, Drills dieser Art dienen eigentlich nur dazu, um ja, Tritte zu wiederholen oder Techniken zu wiederholen. Sie haben nichts mit der realen Selbstverteidigung zu tun. Das ist aber wichtig zu wissen, ja, in dem Fall zumindest. Denn heute geht es darum, dass, wie wir Bongurk, Tangurk und den Fronttritt miteinander kombinieren können. Und die Leute, die Wing Chun nicht kennen, aber die meisten Tritte werdet ihr ja kennen, Fronttritt ist das Ding bums nach vorne geschoben und wir machen das ja beim Wing Chun, indem wir mit der Hacke treffen, dass wir das Ding hier nach vorne knallen. Der Bongurk ist der nach innen gerichtete, also Hüfte drehe ich dabei ein bisschen rein und schütze jetzt meine Mitte. Und wenn ich das Ganze als Tritt machen möchte, knall ich das Ding hier raus. Die einige kennen das aus der Chum-Q-Form, ja, wo man dann quasi sich so zur Seite dreht und dann hier diesen Tritt zur Seite macht. Angriff ist dabei Kniegelenk, ja, und Schienbein, aber primär das Kniegelenk. Da wollen wir nämlich was kaputt machen. So, und dann haben wir auch den Tangurk, einige sagen auch Japgurk. Das ist, die Hüfte dreht sich nach außen und tritt dann nach vorne zu. Die Fußstellung ist dabei eine etwas andere als beim Frontkick. Da war ja die Fußstellung ja, vertikal, ja, und beim Bongurk ist sie ja mehr auf die Innenposition gerichtet und beim Tangurk geht sie nach außen. Kann man sich merken, ne? Bongurk, Bongsau, Tangurk, Tansau, und da geht die so ein bisschen nach außen, ne? Und da habe ich jetzt einen kleinen Drill für euch, wie ihr das zu Hause üben könnt. Ihr braucht dafür nicht unbedingt einen Partner. Ihr könnt euch auch einen Baum nehmen, eine Pratze, es geht sogar eine Wand. Haut dem Daddy nur nicht den Putz von der Wand, damit er sich nicht aufregt. Aber ich zeige euch mal, wie ihr das machen könnt, wie ihr das kombinieren könnt. Das Erste, was wir machen, wir werden jetzt erst einmal diese Kicks auseinander dividieren. Also als Erstes steht der Marco einfach nur stumpfblöd da in der Gegend rum und ich trete ihm mit einem Frontkick locker hier mit meiner Hacke nach vorne. Dann weiß ich, okay, ja, Frontkick passt, meine Hacke trifft, yo, die Distanz passt auch. Ne? Traurig wäre es ja, wenn ich hier stehen würde, ich mache einen Frontkick, ich treffe ihn gar nicht. Ne? Traurig wäre es auch, wenn ich hier stehen würde, ich will einen Frontkick machen, ich habe gar keinen Platz dafür. Ne? Also ich muss so ein bisschen mit der Distanz spielen. Ich habe hier meine Hände, pum, und schiebe hier meine Hacke nach vorne, um ihn im Bereich der Blase, im Bereich des Genitalbereichs, des Unterbauches zu erwischen. Beim Frontkick. Dann haben wir ja den Bongurk. Den Bongurk knalle ich hier raus und attackiere hier sein Gelenk. Ja, also hier, pum, knalle ich das Teil gerade nach vorne. Und warum mache ich überhaupt beim Bongurk? Oder was soll das eigentlich? Ich kann auch einfach nach vorne treten. Das mache ich, um meinen Unterleib dabei zu schützen. Gerade in der Nahdistanz ist es wichtig, weil es kann ja sein, dass wenn ich treten will, dann tritt er mich plötzlich in dem Moment. Mach mal bitte hier, bumm. Und hier habe ich jetzt meinen Unterleib geschützt, indem ich seinen Fuß gerade so ein bisschen abgefangen habe. Wir machen den Bongurk jetzt aber allerdings als Angriffstritt. Das heißt, ich stehe hier, pum, und knall das Teil nach vorne. Und der Dritte ist ja der Tangurk oder Japgurk genannt. Das war, ne, zur Erinnerung, ich drehe den Fuß nach außen, knalle hier auf das Gelenk, attackiere sein Bein und kann logischerweise aber auch je nach Distanz, wenn ich jetzt hier nicht drankomme, weil das ist mir zu eng, auch sein Standbein attackieren. Ja? Meine Hände sind jetzt hier unten, weil ich demonstrieren will. Die gehören natürlich immer hier oben hin. Übrigens, wenn ihr das miteinander trainiert, achtet mal auf Folgendes. Immer wenn ihr einen Kick macht, bleiben eure Hände bitte immer oben im positiven Bereich. Macht bitte nie sowas oder sowas. Sieht lustig aus, aber viele Anfänger machen diesen Fehler. Versucht euch mal wirklich nicht nur auf die Beine zu konzentrieren, sondern auch auf die Hände. Ja? Und versucht die mal einfach hier vorne zu lassen. Und zur Not haltet euch von mir aus auch hier fest. Das geht auch, wenn ihr merkt, ich kriege das gar nicht koordinativ hin. Nehmt die Hände mal hier an die Ohren oder haltet euch an der Kleidung fest oder hier oben an der Kleidung und tretet dann einfach nur. Das ist schon mal so die erste Konditionierung, dass ihr immer lernt, dass die Hände ja oben zu bleiben haben und nicht aufgespannt werden, wenn ihr Tritte trainiert. Und wie man jetzt diese Kicks miteinander kombinieren kann, das zeigen wir euch jetzt auch. Also mischen könnt ihr die ja fast alle, wie ihr wollt. Ne? Also grundsätzlich mal. Ist ja nur Training, Training, Training. Aber was man natürlich machen kann, eine Frontkick, Tangurk, Bongurk Kombination. Ich stehe hier, Frontkick, Tangurk, Bongurk. Front, Tan, Bong. Front, Tan, Bong. Front, Tan, Bong. Wechsel meine Seite. Front, Tan, Bong. Ja, da wird schon los. Front, Tan, Bong.
Front-Tan-Bong. Ja? Und das ist zum Beispiel eine Variante, wie ihr das schon mal Numero Uno kombinieren könnt. Und ihr könnt das natürlich total mischen. Es gibt ja nicht so viele Varianten. Ne? Ich kann ja mit dem Bong andersrum anfangen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe mich schön von oben nach unten vorgearbeitet. Also ich habe einen Frontkick gemacht, bin danach auf den Tarngurk gegangen, bin danach auf den Bonggurk gegangen. Ja, Front, Tarn, Bong. Das andere kann ich natürlich auch andersrum machen. Ja, Bong, Tarn, Front. Bong, Tarn, Front. Pap, pap, pap. Pap, pap, pap. Ja, wer das mit dem Partner trainiert, der soll sich ruhig Schienbeinschoner und natürlich auch einen Tiefschutz anziehen. Safety first, ja. Nicht nur für die Jungs, auch für die Mädels ist ein Tiefschutz nicht uninteressant. Und so könnt ihr diese Techniken miteinander kombinieren. Und da steckt natürlich noch viel mehr drin, als einfach nur ja, das Intellektuelle, dass ich hier merke, jetzt mache ich einen Bonggurk und dann mache ich einen Tarngurk und einen Frontkick. Sondern ich lerne natürlich auch auf einem Bein zu stehen. Ja. Denn das ist natürlich auch wichtig, Koordination. Kampfkunst, Kampfsport ist auch immer Koordination. Und auf einem Bein stehen ist nie verkehrt, wenn man das kann. Und logischerweise muss man auch mehr Kraft in seine Beine transportieren, damit man auch ordentliche Kicks machen kann. Und wie man Kraft in seine Beine potenziert, habe ich in diesem Video erklärt, was du dir jetzt im Anschluss auf jeden Fall angucken solltest. Denn das macht dich auf jeden Fall schlauer. Und Marco und ich sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.